Stand 20. November 2017 Lesedauer 2 Minuten Quelle per Christiane Ulrich. Ein sechsjähriges Mädchen ist von Bewohnern eines Dorfes im Hochland von Papua-Neuguinea mit Eisenmessern gefoltert worden. Der Grundmann vermutete, dass das Mädchen eine Hex sei. Ein neuer Fall brutaler Hexenaustreibung erschüttert Papua-Neuguinea. Ein sechsjähriges Mädchen ist von Bewohnern eines Dorfes im Hochland von Papua-Neuguinea mit Eisenmessern gefoltert worden, wie der australische Sender abkämmen. Tag berichtete, das Mädchen sei wegen ihrer Mutter Parilinjata gefoltert worden, die 2013 von den Dorfbewohnern bei Lebendige im Leibels Hex verbrannt worden war. So ab die Tochter sei in letzter Minute Heaven dem lutherischen Missionar Anton Lutz gerettet worden. Es gehöre zum Aberglauben an schwarze Magie, Sanguma, dass Mütter, die als Hex engelten, diese Eigenschaft an ihre Kinder weitergeben, sagte Lutz gegenüber ab. Der Premierminister von Papua-Neuguinea, Peter O'Neill, verurteilte den neuen Fall von Gewalt gegen Hexen auf das Schärfste, damit das klar ist, der Sanguma-Glaube ist absoluter Müll, zitierte Abkoster Erklärung des Premierministers. Jeder, der in den Fall verwickelt sei, werde verhaftet, kündigte O'Neill. Die katholische Bischofskonferenz von Papua-Neuguinea hat in den vergangenen Jahren wiederholt schärfere Gesetze gegen die Hexenverfolgung gefordert. Papua-Neuguinea ist ein mehrheitlich christliches Land, 27% der 8,2 Millionen Einwohner gehören der römisch-katholischen Kirche. Eine kürzlich veröffentlichte wissenschaftliche Studie enthüllt das Ausmaß der Gewalt und Folter wegen Hexerei in Papua-Neuguinea. In den vergangenen 20 Jahren habe es durchschnittlich 72 Fälle von Folter und 30 Tod pro Jahr gegeben. Dies habe eine Auswertung von Presseberichten durch die Forscher der Divinity University, dem Nationalen Forschungsinstitut von Papua-Neuguinea, sowie der Australian National University ANU ergeben. In lediglich 15% der Fälle habe die Polizei ermittelt, sagte Mirne Forsyth von der ANU gegenüber ab. In allen Fällen zusammen seien rund 15.000 Menschen beteiligt gewesen, von denen letztlich nur 115 verurteilt worden seien, so Forsyth. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die Polizei hätte extra noch gewarnt, achtet gut auf euch. Während des Halloween-Umzugs durch die Jesnerinnenstadt kam es zu einer erneuten Grusel-Clown-Tat. Ein Mann verletzte einen Teenager, bis zu 25.000 Menschen starben im 16. und 17. Jahrhundert auf deutschem Gebiet durch Hexenprozesse in schweren Zeiten. Besonders viele, die Geständnisse, wurden besonders brutal erzwungen. In der Nacht zum 1. Mai tanzen der legende Nacht die Hexen, wo Scheutil 7 gefeiert wird, brachte vor 400 Jahren Tausende auf die Scheiterhaufen, darunter auch viele Kinder. Am 1. Mai werden deutschlandweit verschiedene Traditionen gepflegt. Im Harz tanzen die Hexen die Nacht hindurch, in vielen anderen Orten würde ein Maibaum durchs Dorf geschleppt und manchmal auch geklaut.